Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Schön, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir es endlich geschafft. Wir haben die 74. Ebene abgeschlossen und nun sind wir endlich angekommen auf der 75. Ebene. Diese Ebene ist wieder normal, das bedeutet, wir haben Story, Quests und natürlich auch einen Bosskampf. Die Story gibt es natürlich dann auch heute, nächste Woche dann die Quest und übernächste Woche dann den Bossfight der 75. Ebene. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Kuaro und Flui sind auf der 75. Ebene angekommen. Kuaro meint, dass sie sich in die Stadt begeben sollten, um sich mit der Front zu treffen, um dort das weitere Vorgehen auf dieser Ebene zu besprechen. Auf ihren weiteren Weg treffen sie auf einen Riesen, welcher scheinbar auch unfassbar stark ist. Und die beiden fragen sich natürlich, wie sie überhaupt dieses Monster besiegen sollen. Aber dann taucht plötzlich ein NPC auf und stellt sich als Bibbler vor. Sie meint, wenn sie nicht zu laut sind, können sie auch ohne Probleme an den Riesen vorbeigehen. Sie ist ebenfalls gerade auf dem Weg zur Stadt. Dadurch, dass Kuaro und Flui ebenfalls auf dem Weg zur Stadt sind, begleiten sie sie. Als sie gemeinsam in der Stadt ankommen, verabschiedet sich Bibbler von den beiden und sie meint, sie müssten unbedingt mal in ihrem Warenhaus vorbeikommen. Natürlich stimmen die beiden zu und wollen das irgendwann auch tun. Aber nun treffen sie sich erstmal mit Argo, um ein paar Informationen auszutauschen. Sie erfahren von Argo, dass es um einen Raid-Boss geht, welcher bald anstehen soll. Doch dafür sollen sie erstmal Informationen sammeln. Als sie in der Stadt auf der Suche sind nach dem Warenhaus von Bibbler sind, treffen sie auf ein junges, hektisches Mädchen mit dem Namen Sifflet. Sie meint, sie bräuchte unbedingt ihre Hilfe, da sie verfolgt wird. Die beiden erkennen, dass Sifflet ein NPC ist und verstecken sie vor den Wachen und lotsen sie in die falsche Richtung. Als Sifflet wieder herauskommt, bedankt sie sich und geht. Kuaro erkennt, dass ihre Jacke irgendwie besonders ist, da ein silberner Drachen auf ihrem Rücken ist. Und sie meint, dass es eigentlich ein Touristenstück aus Japan ist. Und deswegen ist sie auch ein wenig verwundert, warum sich das plötzlich in diesem Spiel befindet. Plötzlich kommt ihnen auch Asna entgegen, welche ebenfalls auf der Suche nach dem Mädchen ist. Und sie zeigen ihr natürlich, wo lang sie ist. Und dafür erfahren sie von Asna, wo sich das Warenhaus von Bibbler befindet. Dort angekommen bei ihr, erfahren sie vom The Life Harvest Monster. Es ist ein Cerberus, welcher erschaffen wurde von Menschen aufgrund von Experimenten, ähnlich wie der Boss der 35. Ebene. Deswegen braucht sie auch unbedingt die Hilfe der beiden. Als die beiden zugestimmt haben, bekommen sie tatsächlich eine Quest von ihr. Als sie sich in der Questlog mit der Quest eigentlich beschäftigen wollen, erhalten sie eine Nachricht von Argo, dass sie sie so schnell wie möglich treffen soll und die beiden machen sich auf den Weg. Als sie wieder auf Argo treffen, möchte sie natürlich wissen, wie weit sie gekommen sind. Als sie erfährt, was die beiden herausgefunden haben, meint sie, sie müssen unbedingt aufpassen auf Fallen, da sie jetzt am letzten Viertel des Spiels angekommen sind. Und es könnte durchaus viel mehr Falschinformationen, viel mehr Fallen geben als auf der 50. Ebene. Sie müssen auf dieser Ebene besonders vorsichtig sein, damit sie keine Fehler machen. So machen sich Flui und Kuaro wieder darauf, die Quest zu erledigen. Doch dann treffen sie erneut auf Argo. Von ihr erfahren sie, dass aktuell Shinon und Leafa bei einer Quest sind mit einem besonderen NPC, welcher anders ist als normale NPCs, da sie nämlich viel menschlicher sind als normale NPCs. Und da sich Kuaro und Flui mit solchen NPCs sehr gut auskennen, sollen sie mal bei den beiden vorbeischauen und ihnen helfen. Bei der Schwertgilde angekommen, treffen sie auf Leafa, welcher sich mit dem NPC Glad befasst. Dieser war mal ein Held früher und hat gegen starke Monster gekämpft mit seinem mächtigen Riesenschwert. Doch jetzt befindet er sich in Ruhestand. Doch Leafa will versuchen, ihn zu überzeugen, damit er ebenfalls beim Raid mitmachen. Doch er weigert sich. Auch Kuaro und Flui können ihn leider nicht umstimmen. Da sie keinen Erfolg haben, wollen sie mal bei Shinon vorbeigucken, wie da die Lage ist. Sie befindet sich bei der Kanoniergilde. Dort gibt es einen NPC namens Bless, welcher sich mit der anderen Gilde tatsächlich zerstritten hat und deswegen auch kein großes Interesse daran hat mit einer Zusammenarbeit. Von Shinon erfahren sie, dass sie tatsächlich über Gewehre verfügen. Auch wenn Kuaro das am Anfang nicht glauben kann, meint aber Shinon, sie hat die Gewehre gesehen mit ihren eigenen Augen.
Da sie es ebenfalls, da auch Koaru und Flui es nicht schaffen, ihn umzustimmen, wollen sie sich erstmal mit Asuna treffen, um die ganze Sache zu beraten. Als sie sich mit Asuna treffen, erzählt sie von der Drachenpriesterin, welche wahrscheinlich alle Probleme lösen könnte und übrigens auch alle Gilden vereinigen könnte. Doch sie möchte ihre Rolle nicht annehmen und versteckt sich deswegen. Asuna meint sogar, dass die beiden sie sogar schon getroffen haben. Es ist nämlich Sifflet. Sie ist nämlich die Drachenpriesterin. Sie hat nämlich die Möglichkeit, einen riesigen Drachen namens Zeon tatsächlich zu zähmen. Und diese Unterstützung brauchen sie unbedingt beim Raid. Plötzlich hören sie einen Schrei. Es ist tatsächlich Sifflet, welche tatsächlich von Monstern angegriffen wird. Als sie ihr helfen, erzählt sie davon, dass sie aus der Stadt geflohen ist, damit sie nicht mehr von den Soldaten verfolgt wird. Außerdem ist sie gerade auf dem Weg zu Zeon, um mit ihm zu reden. Aber Asuna schlägt erstmal vor, sie erstmal wieder in die Stadt zu bringen, um dort sie zu befragen. Als sie Sifflet wieder in die Stadt gebracht haben, treffen sie auf Argo. Von ihr erfahren sie, dass der Raid-Boss-Kampf tatsächlich über mehrere Runden gehen soll und nicht nur einmal bekämpft werden muss. Am nächsten Tag soll dann tatsächlich Runde 1 beginnen. Am nächsten Tag ist dann auch die Schwertkämpfer-Gilde, die Kanonier und auch die Mitglieder der Front dabei. Aber nicht die wichtigen NPCs wie Blaz oder Glad, aber zumindest ist Sifflet dabei. Als der Kampf gegen den The Life Harvest tatsächlich beginnt, ist er tatsächlich ein sehr schwerer Gegner und wirkt fast schon OP. Und die Front kann ihm außerdem auch noch kaum Schaden machen. Auch die anderen Gilden machen dem Boss kaum Schaden. Von Argo hatten sie vorher erfahren, dass Sifflet aktuell den Drachen noch nicht kontrollieren kann. Der Boss wird beschrieben sogar als eine Art Käfer. Als die Schwertkämpfergilde einen unbedachten Angriff versucht, schnappt sich der Boss tatsächlich einige von der Schwertkämpfergilde und frisst sie. Koaru und Flui können die Attacke von dem Boss gerade noch so ausweichen. Als der Boss tatsächlich versucht, Sifflet zu fressen, kommt tatsächlich der Drache vorbei, um sie zu retten. Flui meint sogar, dass der Drache ähnlich aussieht wie der Boss aus der 55. Ebene. Die beiden stehen sich also nun gegenüber, der Drache und der Boss. Dabei nutzt der Drache tatsächlich eine mächtige Strahlenattacke, welche den Boss tatsächlich so kritisch trifft, dass er sich tatsächlich aus dem Staub macht. Und der Raid-Boss tatsächlich verschwindet. So haben sie also die erste Runde tatsächlich geschafft. Aber leider hat die Front extrem viel Schaden bekommen. Zudem ist auch noch die Front, die Schwertkämpfer-Gilde und die Kanonier-Gilde demoralisiert. Und sie fragen sich schon, wie sie überhaupt die zweite Runde überstehen sollen und wie sie überhaupt die Leute für die zweite Runde motivieren sollen. Bei der KOB gibt Asuna ihren Bericht ab, wie der Kampf gelaufen ist. Als Heathcliff erfährt, dass die Moral der Front tatsächlich am Boden ist, entscheidet er sich tatsächlich bei der nächsten Runde ebenfalls dabei zu sein, um die Moral der Front zu stärken. Koaru und Flui versuchen hingegen herauszufinden, wie sie Glad und Blaz davon überzeugen können, ebenfalls am Kampf teilzunehmen. Und wie Sifflet irgendwie den Drachen kontrollieren kann. Deswegen entscheiden sie sich, zu Bibbler zu gehen, um Informationen zu beschaffen. Tatsächlich erfahren sie von Bibbler, dass der The Life Harvest schon vor einigen Jahren schon mal aufgetaucht ist. Dabei waren Glad und auch die Mutter von Sifflet ebenfalls dabei. Der Gegner war ebenfalls damals extrem mächtig und dabei verloren viele Menschen ihr Leben. Unter anderem der Bruder von Glad und auch die Mutter von Sifflet ließen damals auf dem Schlachtfeld ihr Leben. Da Glad seinen Bruder verloren hat, hat er danach sein Selbstvertrauen verloren. Vorher war er ein extrem mächtiger Kämpfer und hat verdammt viele Turniere gewonnen. Sifflet hingegen möchte eigentlich nur ein normales Leben führen, sich in jemanden verlieben und einfach nur ein normales Mädchen sein. Blaz hingegen war derjenige, der den Boss damals tatsächlich besiegen konnte, und zwar mit einer Bombe, die er tatsächlich erfunden hatte. Bei den Experimenten zu der Bombe ist aber einiges schiefgegangen und deswegen ist die Assistentin, welche gleichzeitig auch seine Frau war, damals bei den Experimenten ums Leben gekommen und deswegen hat Blaz aufgegeben. Koaru und Flui wollen erstmal mit Sifflet reden. Sie wollen versuchen, die drei irgendwie davon zu überzeugen, doch noch am Raid-Boss-Kampf teilzunehmen. Als sie Sifflet finden, ist auch Asuna dort. Die beiden zeigen den Kindern der Stadt ein paar Juju-Tricks und die Kinder sind begeistert. Als die Kinder dann weg sind, bedankt sich Sifflet noch einmal für ihre Rettung. Sie unterhalten sich dann bei ein paar kleinen Snacks. Daraufhin erzählt Sifflet von ihrem Traum, und zwar sich zu verlieben, zu heiraten und Kinder großzuziehen. Da sie aber leider die Drachenpriesterin ist, ist ihr das leider nicht erlaubt. Daraufhin fängt sie an zu weinen. Sie erzählt, dass der Grund ist, warum der Drache zu ihr keinen Kontakt ist,
hat, ist, dass sie einfach nicht möchte, Drachenpriesterin zu sein. Und dies würde der Drache spüren und sie auch deswegen ignorieren. Die drei versuchen, sie aufzumuntern und sagen, dass sie immer bei ihr ist. Plötzlich kommt ein kleiner Junge vorbei, welcher das Jojo-Spielen vorhin beobachtet hatte. Er meint, dass seine Schwester krank sei, denn sie sei schwanger und sie habe zu ihm gemeint, dass das Kind nun kommt. Während Asna und Siflet zu der Schwester gehen, suchen Kuaro und Flui einen Arzt, welcher der Schwester hilft bei der Geburt. Sie suchen überall in der Stadt nach einem Arzt, aber bei dem Kampf wurden viele Leute verletzt und deswegen sind alle Ärzte aktuell zu beschäftigt. Die beiden treffen auf Argo, welcher aktuell versucht herauszufinden, wie sie die Moral der NPC-Kämpfer tatsächlich verbessern kann. Argo fragt aber dann Shinon, ob sie einen Arzt kennt. Kurze Zeit später treffen tatsächlich die beiden mit einem Arzt ein und gehen zur Schwester. Einige Stunden später ist es geschafft. Das Kind und ihre Mutter sind tatsächlich gesund und das Kind geboren. Die Mutter bedankt sich für die Hilfe. Nachdem sie erfahren hat, dass ihr Kind ein Junge ist und sie erfahren hat, dass einer ihrer Retter tatsächlich Flui heißt, entscheidet sie sich, ihr Kind Flui zu nennen. Kurze Zeit später müssen Asna und Leafa auch wieder zurück zu Heathcliff, um Bericht zu erstatten. Als sie das tun und gehen, meint Heathcliff, dass er schon ziemlich verwundert ist, warum es schon so viele solche besonderen NPCs gibt und fragt sich überhaupt, was das kardinale System überhaupt plant. Wieder zurück in der Stadt, weint Koru immer noch vor Glück. Als dann plötzlich Leafa hinzukommt, wollen sie gemeinsam nach einer Lösung suchen, wie sie die Schwertkämpfer-Gilde motivieren können und Glad irgendwie doch noch davon überzeugen können, beim Raid-Kampf mitzumachen. Sie wollen versuchen, Glad sein Schwert wieder zurückzubringen und müssen dafür gegen ein starkes Monster kämpfen. Als sie das Monster besiegt haben und das Schwert zurückgehalten, ist das Schwert tatsächlich genauso groß wie Leafa. Als sie Glad das Schwert wieder zurückgeben, ist er aber immer noch dagegen. Aber sie versuchen auf ihn einzureden, dass er doch noch beim Raid-Boss-Kampf mitmachen soll. Parallel versucht es ebenfalls Shinon bei Blaze. Am nächsten Tag treffen sich alle dann für den Raid-Boss-Kampf. Auch Kirito ist dabei und halt auch Heathcliff. Dabei unterhalten sich Kuaru und Asna. Sie hat tatsächlich davon gehört, dass Kuaru und Flui geheiratet haben. Aber Kuaru stellt richtig, dass es keine richtige Hochzeit war, sondern nur eine Spaßhochzeit. Aber Kuaru meint, dass sie außerdem auch noch nicht weiß, was passieren würde, wenn die beiden theoretisch heiraten würde. Als Asna ihr erklärt, dass die beiden dann ein gemeinsames Inventar hätten, meint Asna, dass es ziemlich pragmatisch ist, aber auch irgendwie romantisch. Und sie meint außerdem, dass die nächsten Kämpfe auch noch viel härter werden. Deswegen sollte man die Person, welche man mag, auch festhalten. Als Koru dann wieder bei Flui ist, meint sie, wenn der Kampf überstanden ist, möchte sie ihn heiraten. Und dieses Mal auch richtig und nicht nur aus Spaß. Denn sie möchte, dass die beiden für immer Partner sind. Und Flui bedankt sich daraufhin und stimmt dieser Bitte zu. Der Tag ist also endlich gekommen. Der Kampf gegen den Raid-Boss findet also statt. Im Bosskampf selbst machen Kirito und Asna mit ihrer Switch-Kombo verdammt viel Schaden. Und Heathcliff sorgt dabei für die Verteidigung. Als er eigentlich einen heftigen Treffer kassieren würde, weicht er irgendwie seltsam aus. Das bemerkt auch Kirito. Dennoch ist der Boss immer noch viel zu overpowered. Doch dann taucht plötzlich die Kanoniergilde auf, zusammen mit Blaze und Shinon. Auch Glad und Leafa und die Schwertkämpfer-Gilde sind nun ebenfalls am Start. Glad macht tatsächlich mit seinem riesengroßen Schwert dem Boss tatsächlich verdammt viel Schaden, bis er das Schwert an Leafa übergibt und meint, sie solle es nutzen. Nach einem kleinen Zögern verwendet es Leafa nun schlussendlich und trifft den Boss damit auch kritisch. Auch Siflet schafft es, mit dem Drachen in Kontakt zu treten, so dass er ebenfalls den Raid-Boss tatsächlich verdammt viel Schaden vom Drachen abbekommt. Nun liegt es eigentlich an Blas, den Boss mit seinem Snipergewehr dem Rest zu geben. Doch er entscheidet sich, die Waffe an Shinon zu geben. Zwar zögert sie im ersten Moment, doch dank der Motivationsrede gelingt es tatsächlich Shinon, den Raid-Boss schlussendlich auch zu besiegen. Auf der anschließenden Party am Abend werden Leafa und Shinon von den jeweiligen Gilden gelobt. Auch Siflet und Asna können ihre Freundschaft besser vertiefen. Kuaru und Flui entscheiden sich hingegen dazu zu heiraten und wollen für immer Partner bleiben. Die Front entscheidet sich dazu, den Dungeon der 75. Ebene direkt zu betreten, damit sie auch bald gegen den Boss der 75. Ebene antreten können. In der ersten Ebene von Eingrad im Theater bekommen das auch alle anderen mit, und zwar von der Information von Argo.
Dabei erhebt Lisbeth das Wort und sie meint, die Freund sollte nicht direkt zum Dungeon gehen und es etwas langsam angehen. Besonders da ja schon der Raid-Boss verdammt stark war und der Boss der 75. Ebene mit großer Wahrscheinlichkeit noch um viel, viel stärker sein wird. Doch einer der Mitglieder der Front, der ebenfalls anwesend ist, meint, dass sie ja so schnell wie möglich das Spiel beenden müssen. Aber Lisbeth macht sich tatsächlich Sorgen um ihre Freunde und um die Front, welche ebenfalls an der Front kämpfen. Und sie meint, die Frontkämpfer sollen unbedingt vorsichtiger sein. Ja, liebe Freunde, das war also die Story der 75. Ebene. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dieser Story gerne unten in den Kommentaren schreiben. Nächste Woche geht's dann, wie gesagt, weiter mit den Quests der 75. Ebene und dann, wie gesagt, übernächste Woche mit dem Bosskampf. Falls euch das Video gefallen hat, so gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt, wie gesagt, gerne einen Kommentar. Hier auf YouTube ist es übrigens kostenlos. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr von Sword Art Online Integral Effector. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage bis dahin und ciao, euer Flui.